Hallo meine lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin-Update auf dem Kanal. Es ist der 7.5.2018, 19:06 Uhr. Wir schauen uns gleich den Bitcoin-Chart wieder etwas genauer an. Wobei, wartet mal, hier spricht mich gerade wer von der Seite an. Ey du Opfer, ich habe gerade Brosap sein neues Video gesehen und der meinte, ihr macht nur technische Analyse, um kompetent zu wirken und die Leute abzuziehen mit euren gratis Telegram-Gruppen. Was fällt euch eigentlich ein? Warum basiert ihr eure Kanäle nicht auf diesen außergewöhnlichen Fundamentalanalysen, die Brosap uns immer wieder präsentiert und die wirklich aus seinem großen Fachwissen stammen und das überhaupt nicht daran liegen könnte, dass das irgendein nachgeplappertes Zeug ist, was er von englischsprachigen YouTubern abgekupfert hätte. Das kann gar nicht sein. Er ist wirklich schon sehr lange bekannt im Fitnessbereich und hat jetzt sogar seinen eigenen Booster rausgebracht. Es ist wirklich wer, dem man vertrauen kann mit solchen Aussagen. Hey, hey, mal ganz langsam so. Technische Analyse ist nur dazu da, um seine eigene Kompetenz zu untermauern. Da ist mir wirklich was untergangen. Kann natürlich nicht sein, dass der Kryptonerd momentan ziemlich salty ist, weil wir sein Programm ja ziemlich unbrauchbar gemacht haben und weil wir einem weiteren geldgeilen Fitness-YouTuber die Möglichkeit verwehrt haben, auch im Kryptobereich einige Schafe zu sammeln und noch mehr Geld zu machen. Und ich würde sagen, das reicht erstmal für dieses Intro und wir beruhen uns wirklich auf die wesentlichen Dinge, nämlich technische Analyse, die auch im Kryptomarkt funktioniert. Und damit auch back to business zum Bitcoin-Chart. Wir schauen uns jetzt ganz kurz wirklich nur die aktuelle Lage an, auf was wir denn momentan so achten müssen. Bitcoin hat den Support gehalten, nachdem wir diese psychologische Resistance bei den 10k leider nicht durchbrochen haben. Die Resistance war dann doch zu stark. Die gute Nachricht ist, das große Ascending Triangle, das ich euch schon im letzten Bitcoin-Update gezeigt habe, dieses Triangle haltet noch und das ist auch momentan unser wichtigster Anhaltspunkt. Solange dieses Triangle halten, bin ich bullish, was Bitcoin betrifft. Heißt, solange wir auch die 0,618 Fib Retracement Ratio halten, bin ich bullish, was den Bitcoin betrifft. Wenn die 0,618 Fib Ratio bricht, was damit einhergeht, dass das Triangle bricht und dass wir auf die 0,786 Ratio erstmal durchfallen würden, wäre ich jetzt für den Moment erstmal ein wenig mehr Richtung Korrektur eingestellt und dann müssen wir uns erstmal eure Targets updaten und eben das Ganze nochmal neu aufrollen, weil wenn wirklich dieses Support-Level bricht von diesem Triangle und eben auch das 0,618 Fib-Level bricht, dann werden sich viele Leute psychologisch umstellen von Long auf Short und dann werden wir wieder mehr Short-Seller im Markt haben, was auch heißen würde, dass wir uns definitiv unter die 9K korrigieren könnten. Was jetzt noch bleibt, ist eben diese Channel Support Line bzw. Triangle Support Line, die wirklich noch sehr stark ist. Das heißt also rein wieder für Anfänger betrachtet, dass wir hier weiterhin eine Serie von Higher Lows formen. Wir hatten hier das letzte Low bei 8.800, das nächste Low bei 9.200, also definitiv ein Higher Low. Wenn ihr mein letztes Bitcoin-Video anschaut, ist das genau das, was ich angesprochen habe, wo ich gesagt habe, solange dieser Support hält, ist alles gut. Heißt, momentan ist noch alles gut, denn der Support hat schon ziemlich stark gehalten, was man an diesem Dort hier nach unten erkennen kann. So, was wir jetzt noch machen, ist Folgendes. Wir haben uns natürlich gefragt, war das jetzt die ABC-Korrektur? Es ist natürlich schon ziemlich komisch, dass diese C-Welle so kurz nach unten kommt, was wirklich overall betrachtet, also wenn dieser Channel Support haltet, ein sehr bullisches Zeichen wäre. Was wir hier auch machen können, ist uns fragen können, wie valide denn dieser Support ist. Wenn ihr hier jetzt wirklich einen Short geöffnet habt oder direkt einen Long von hier unten aufgemacht habt, war das wirklich schon ein sehr guter Einstiegszeitpunkt, weil wir auch hier sehen, wenn wir die Extensions ziehen, seht ihr diese 100% jetzt. Ich fahre jetzt mit Absicht auf und ab. Jetzt müsst ihr auf die 100% achten, wie weit ich hochgehe, weil die Linie legt man natürlich da an, wo die Welle runterkommt. Und dann seht ihr, wie denn diese One-to-One-Extension kollidiert mit dieser Channel Support Line und mit dieser 0,618 Ratio. Sprich, wir haben jetzt hier Support von der Golden Pocket, wir haben Support von der Triangle Channel Line und wir haben Support von der One-to-One Extension. Es war also eigentlich ziemlich klar, dass wir hier starken Support finden und dieser Support muss wirklich halten. Wenn dieser Support nicht hält, haben wir wieder eine bearish Einstellung. Das heißt jetzt konkret, dass wir weiterhin dieses Triangle beobachten auf dem 1-Stunden-Chart. Ich gehe jetzt auf keinen Fall hier irgendwelche Trades ein, weil ich mir die ganze Konsolidierungsphase noch anschaue, ob wir jetzt wirklich noch einen Push nach oben erleben.
was eigentlich ja ein Zeichen für die Bullen wäre, weil dieser Support ja wirklich stark gehalten wäre. Das wäre jetzt eigentlich wirklich ein Zeichen für alle Long-Buyer von Bitcoin, hier nochmal long zu gehen, einfach aus dem Grund One-to-One-Extensions, 0,618 Retracement und eben diese Support-Line. Aber momentan sitzen wir noch an der Seitenlinie und keiner traut sich richtig reinzugehen. Auf alle Fälle ist es wieder kein Grund zur Panik. Es ist immer ziemlich schnell eine depressive Stimmung, wenn wir beim Bitcoin viel Dollar verlieren in kurzer Zeit. Natürlich war jetzt 600 Dollar Rückgang auch nicht ohne, aber ihr müsst euch einfach den Chart schauen. Und wenn ihr auf den Chart schaut, habt ihr genau gesehen, okay, der Support ist noch hier wichtig. Solange wir uns hier nicht darunter brechen, ist alles easy. Momentan ist noch alles easy und wir können weiterhin unseren bullischen View Point of View beibehalten und wir können auch hier direkt die Extension auch von der Welle davor ziehen, um eben zu ahnen, wenn das jetzt der Boden war, wohin es dann gehen könnte. Und die One-to-One-Extension sagt uns, dass wir die 10K jetzt brechen würden. Vielmehr sagt uns das, dass wir mit dieser 161.8-Extension wirklich in die 11K-Gegend vorgehen würden. Ich habe es ja wirklich schon oft thematisiert, wo ich gesagt habe, wenn wir die psychologische Resistance an den 10K brechen, dann ist freie Luft, freie Fahrt nach oben Richtung 11K, 11,5K mindestens, weil dazwischen einfach nicht mehr viel Aufkommen liegt. Das Wichtigste ist einfach, dass wir 10K brechen. 10K ist psychologisch sehr stark, chartbedingt nicht so stark wie psychologisch. Was dann auch hier mit einspielt, ist natürlich, dass es immer ziemlich schwierig ist, eine solche Resistance direkt mit Anlauf zu durchbrechen. Und das Ganze bei den 9K gesehen, ich hoffe, ihr könnt euch noch daran erinnern, was das für ein Struggle war, diese 9K zu durchbrechen. Das heißt, die sind da auch hoch auf den 9K, wieder runter, hoch und bis hat dann irgendwie auch 2-3 Tage gedauert, bis wir die durchbrochen haben. Also es ist noch absolut kein Grund, hier in Panik zu verfallen. Es ist noch alles in Ordnung, es ist noch alles gut. Solange wir diesen Channel-Support halten, sind wir weiterhin bullish. Ihr könnt natürlich auch überlegen, euch Trade-Setups anzusehen. Natürlich irgendwie sehr, sehr aufpassen momentan. Auf alle Fälle wäre ein Short-Setup, wenn wir diese 0,618-Ratio durchbrechen, weil das natürlich ein, ja, Zeichen wäre für die Bären, es sei ein Zeichen für die Shortseller. Wenn ihr shorten wollt, schaut auf mein BitMEX-Video. Ich bekomme wirklich so oft die Frage, wo man den Margin traden kann, wo man auf Binance shorten kann. Man kann nur auf ausgewählten Börsen short traden, nämlich diese Börsen, die Margin Trading anbieten. Ich bin momentan immer auf BitMEX unterwegs, weil ich eben auf BitMEX momentan irgendwie mich am besten eingefunden habe. Ich war auch eine lange Zeit auf Bitfinex und schaue auch immer wieder hin und wieder auf Bitfinex, weil die einfach viel mehr als im Angebot haben. Und momentan bin ich einfach ziemlich aktiv, was XRP betrifft, ADA und Bitcoin, und die habe ich einfach alle im BitMEX zu traden sozusagen. Und was ich hier auch sagen muss, Altcoins sind nochmal wirklich eine Liga ober Bitcoin, was Trading betrifft. Bitcoin ist schon nicht leicht, aber Bitcoin, wenn man den Chart wirklich lange studiert und wenn man den Chart wirklich die Chartswings von Bitcoin erkennt, kann man mit Bitcoin irgendwie risikoreicher traden, wobei es natürlich auch extremes Risiko verbunden ist. Das ist überhaupt keine Empfehlung zu traden. Traden ist wirklich extrem heftig und ihr werdet in den meisten Fällen Geld verlieren, wenn ihr wirklich unerfahren seid. Es ist nicht so, dass man irgendwie sagt, okay, Support haltet, ich gehe long und mache irgendwie 10.000 Euro. Wenn euch das er erzählt, dann sagt ihm ja keine Ahnung und er wird wahrscheinlich kein guter Trader. Es ist ultra riskant, auch Bitcoin zu traden, auf alle Fälle hier gar keine Empfehlung, das zu machen. Aber Bitcoin ist nochmal um einiges leichter zu interpretieren als Altcoins. Altcoins sind crazy motherfucking shit. Altcoins zeigen Bewegungen an, die haben mich so krass schon gerackt, unter anderem Bitcoin Cash hat mich liquidiert. Das war die erste Position, die mich jemals liquidiert hat, und das war Bitcoin Cash, weil ich Bitcoin Cash geschottet habe. Ich war extrem im Plus, alle Indikatoren haben auf Short gedeutet, und Bitcoin Cash ist aus dem Nichts irgendwie 6% gepumpt, und 6% mit Hebel ist euer Aus. Das ist euer K.O., seid ihr tot. Das ist wirklich Kopfschuss. Und da müsst ihr wirklich aufpassen. Alles sind crazy. Also wenn ihr nicht Bitcoin Swingtrade könnt, wenn ihr nicht Bitcoin, sage ich mal, ein, zwei Monate Swingtradet und auch nicht im Minus seid, Break-Even seid zumindest, dann lasst die Finger weg von Alts, weil Alts werden euch wirklich in den Arsch treten, wenn ihr sie nicht genau interpretiert. Ich würde sagen, das reicht auch erstmal für dieses kurze Update heute. Wirklich nur mal eben ein kurzes Update zur aktuellen Lage, wo wir rauf wir schauen müssen. Wie gesagt, wir schauen uns auf die Channel-Support-Linie, die 0,618-Support-Linie vom Fib-Retracement. Wir schauen nach oben auf die Resistance, die wir in diesem Bereich hier oben noch hatten. Und ich würde sagen, ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Technische Analyse funktioniert. Leute, haben wir wieder hier am Support-Level gesehen. Lasst euch nicht von irgendwelchen dubiosen Fitness-YouTubern Sachen verkaufen oder irgendwie einreden, technische Analyse funktioniert nicht, weil die eben momentan ziemlich sollte sind, dass andere Kanäle eben ihr Businessmodell ein wenig aufgedeckt haben. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Technical Crypto.